Ich begrüße hier als nächsten Gast auf meinem Sofa nicht so wie oben steht Herrn Schäfer von der BÖBS, sondern Gerhard Riemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Imperial Logistics International und Executive Director der Imperial Holding. Und Sie sind auch noch darüber hinaus Mitglied in mehreren Gremien, da kommen wir danach noch später drauf. Nicht nur Ihr Vorgänger hier auf dem Sofa, Herr Raben, hat eine Übernahme zu integrieren gehabt, sondern Sie auch. Vor etwa einem Jahr haben Sie gesagt, die Integration von Lenkering ist so weit fortgeschritten, dass Sie jetzt Imperial neu strukturiert haben. Sie haben vier Bereiche gewählt, das Unternehmen in vier Bereiche aufgeteilt. Wie hat sich das mittlerweile eingespielt? Nun, bei solchen Übernahmen, Integrationen kommt es natürlich immer darauf an, dass man das mit Augenmaß angeht. Das haben wir getan. Ich glaube, das ist ganz erfolgreich gelaufen. Wir haben uns auch Zeit genommen dabei. Wir haben nicht wie wild Synergien gerechnet, sondern wir wollten eine vernünftige Unternehmensstruktur schaffen. Wir wollten, dass Lenkering wieder ein Zuhause findet, wo es dann produktiv und aktiv miterleben kann. Für mich natürlich, das ist ja auch bekannt, eine besondere Herzensangelegenheit, weil ich früher mal in dem Unternehmen tätig war. Das ist gelungen, Gott sei Dank. Ich stelle fest, dass die Mitarbeiter, Sie sehen sie bei unserem Stand, sehr zufrieden, sehr glücklich sind, dass sie sich in unseren Reihen bewegen. Und wir haben die Unternehmen jetzt so aufgestellt, wie Sie schon erwähnten, dass wir die Dinge dazu gefügt haben, wo sie am meisten Erfolg bringen. Lenkering hat eine Chemieorientierung bekommen und wird sich auf die chemische Industrie konzentrieren und dort Erfolg suchen. Und insoweit sind die Dinge jetzt so gesettelt, dass wir wieder den Mut haben, jetzt geht es wieder weiter voran. Ist das ein Erfolgsrezept, dass man sich eine Spezialisierung für das Unternehmen sucht, damit es wieder vorwärts geht? Ach, wissen Sie, natürlich, wenn das nicht erfolgreich wäre, dann würde man sich zwangsläufig mehr Zeit nehmen müssen für solche Dinge. Aber wir haben sehr viel Wert drauf gelegt, weil der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht und das werden wir auch weiter so pflegen, dass auch jeder da zu seinem Recht kommt und Lenkering spielt halt eine wichtige Rolle. Und wenn Sie heute die Unternehmen, wir fühlen uns ja nach wie vor nicht riesig groß, sondern wir sind ein mittelständisch strukturiertes Unternehmen und werden unsere Dinge für Imperial hier in der internationalen Welt suchen und werden nicht nur auf Europa beschränkt, sondern werden Südamerika, werden China, wo wir schon angefangen haben, in diese Aktivitäten mit einbeziehen. Da können wir ja mal aufs aktuelle Geschäftsjahr schauen. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind ein international aufgestelltes Unternehmen, zumindest mit einem Blick auch über die Grenzen hinaus. Wie spürt Ihr Unternehmen die Euro-Krise? Ach, wissen Sie, wir sind Gott sei Dank so strukturiert, dass wir nicht die volle Wucht des Marktes mitbekommen. Wir haben uns breit aufgestellt und das hilft uns sicherlich. Wenngleich, wir sind sehr stark eigentlich aus unserer Tradition in der Stahlindustrie verhaftet und der Stahlindustrie geht es nicht gut. Und da sind wir natürlich nicht die Gesundbeter, da können wir immer nur mithelfen und hoffen, dass die Dinge vorangehen. Dennoch, die gesamte Unternehmenserfolg hier in Europa, meine Kollegen waren gerade aus Südafrika letzte Woche hier, ich habe eigentlich nur strahlende Gesichter gesehen. In welchen Märkten sehen Sie aktuell Wachstumschancen? In Europa, eher außerhalb von Europa oder wo in Europa? Wissen Sie, Europa ist nach meiner Überzeugung erstens richtig, dass wir Europa so geschaffen haben, wie es ist. Denn wir in Deutschland profitieren am meisten davon. Das ist auch sicherlich eine Antwort darauf, warum geht es hier einen Tick besser als anderswo. Und Europa hat noch eine unendliche Ausweitungsmöglichkeit. Da sind manche Märkte noch nicht reif dafür, aber wenn Sie mal Richtung Osten schauen, Russland wird in den nächsten 20 Jahren alles, was um Russland herum ist, eine gigantische Rolle spielen. Und das Wachstum alleine könnten wir in Europa bestreiten, wenn wir eben diese Ostausweitung sehen. Aber uns reicht das nicht, sondern wir wollen in den Tätigkeitsfeldern, wo wir glauben, dass wir gut sind, zum Beispiel in der Binnenschifffahrt, wollen wir natürlich nicht nur Nummer eins in Europa bleiben, sondern die Aktivitäten auswählen. Und da gibt es Märkte, die sehr, sehr interessant sind. Südamerika, ohne sie genauer zu spezifizieren, da stehen wir in den Startlöchern. China spielt eine Rolle und später genauso Russland, sodass wir auch den angestammten Aktivitätsfeldern unser weitere Wachstum, unsere weitere Entwicklung finden werden.
Wobei ich auch sagen muss, wir haben mit Linkring eine neue Sparte, nämlich Chemie, dazu genommen. Wir sind begeistert davon, werden es auch weiterentwickeln. Wir haben ziemlich große Investitionen mittlerweile beschlossen als Folge der Übernahme im Chemical Manufacturing, in der Gefahrgutlagerung, was immer bedeutsamer wird. So, und genau diese Tätigkeiten ermuntern uns auch dazu zu sagen, warum sollen wir nicht auch andere Geschäftsfelder angehen, um ein Stück Unabhängigkeit mehr zu bekommen vom Markt. Sehen Sie, es war ja schon das Thema Akquisitionen, haben wir schon drüber gesprochen. Sehen Sie noch Chancen aktuell für weitere Übernahmen oder wollen Sie jetzt erstmal konsolidieren und organisch wachsen? Eigentlich haben wir die Konsolidierung abgeschlossen. Wir werden immer organisch und durch Akquisitionen wachsen. Und Sie werden mir nachsehen, dass ich Ihnen jetzt keine Namen nenne. Ja. Aber wir haben eine Wunschliste, die ist nicht sehr klein. Die ist in Europa und die ist auch in Übersee. Und da werden wir, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wieder treffen, sicherlich über einige Dinge berichten, die uns dann gelungen sind. Ist nicht sogar gerade, sind schwierige wirtschaftliche Zeiten für ein gesundes Unternehmen nicht sogar eine Chance zu wachsen durch Übernahmen? Das ist exakt der Fall und wir haben Gott sei Dank eine gesunde Mutter in Südafrika. Wir haben hier gesunde Verhältnisse bei uns und können einen großen Beitrag leisten. Und wie sehr das Zutrauen von Imperial in diesem Markt ist, wir gehen davon aus, das darf ich heute ruhig bekannt geben, dass wir in Zukunft Größenordnung über 50%, eher 60% unserer gesamten Investitionen im internationalen Bereich machen werden. Schauen wir trotzdem mal auf den deutschen Markt. Sie sind nämlich, ich habe es ja schon angekündigt, nicht nur bei Imperial aktiv, sondern Sie sind auch Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Und dort kämpfen Sie in dieser Funktion seit Jahren, muss man schon sagen. Eine Zeit lang ziemlich einsam, mittlerweile mit vielen Mitstreitern für den Lang-LKW, heißt der mittlerweile. Sind Sie zufrieden mit dem aktuellen Feldversuch? Also wenn man auf die Zeitschiene schaut und es ist ziemlich genau etwas mehr als 10 Jahre her, wo ich mit sehr viel Verwunderung dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht habe, dann ist es schon betrüblich, dass es so lange dauert. Warum? Natürlich muss alles überprüft werden. Was mich stört, das sage ich auch ganz deutlich an die Adresse der Politik, habe ich auch schon mehrfach geäußert, dass der Wille in Deutschland, etwas auszuprobieren, etwas Visionen zu haben, sehr, sehr ins Hintertreffen geraten ist, zugunsten von Wählerstimmen, die man möglicherweise verliert. Und das ist eigentlich ein Drama, denn dieses Land ist so stark geworden, wie es ist, und so gut geworden, wie es ist, weil wir innovativ die Dinge früher angepackt haben. Und zurück zu dem LKW. Ich hätte mir nur eines gewünscht, dass man offen sagt, wir schauen uns das an, das hört sich vernünftig an, wir überprüfen das, wenn das nichts wird, dann, wenn es nichts ist, dann werden wir das genauso wieder beiseite legen. Dass wir 10 Jahre lang auf diesem Podium diskutieren, jetzt endlich mal einen Minister gefunden haben, der bereit ist, sich ein paar blaue Beulen einzuholen von der Opposition, da kann man nur dankbar für sein. Leider dauert alles viel, viel zu lange. Ich bin aber zuversichtlich, weil, wenn Sie sich das genau anschauen, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, wir werden den beschreiten müssen. Also Sie sehen, man braucht Innovationen, um mehr Effizienz auf die Straße zu bekommen. Genau. Sie haben ja selber, eine Ihrer Töchter setzt den Lang-LKW ein, die Firma Gilhuber. Was sind denn dort Ihre Erfahrungen konkret? Ach Gott, die Erfahrungen sind eigentlich, wenn wir erwartungsgemäß fahren könnten und tun und lassen könnten, was wir wollten auf den Straßen, dann würden wir wahrscheinlich eine x-faches der Zahl an LKWs im Einsatz haben. Nur wir haben genau wie alle anderen bedauerlicherweise uns mit den Einschränkungen herumplagen müssen. Und wenn man sich mal vorstellt, nebenbei vom Ausland nur mit Kopfschütteln bedacht, dass ein Bremer Kreuz gesperrt wird und man nicht mehr vor- und rückwärts kommt und die LKWs dann nicht drüber, dann fasst man sich förmlich an den Kopf und fragt sich, wo wir eigentlich leben. Also, wir sind mit dem Einsatz zufrieden. Der ist viel zu gering, viel zu wenig, wir müssen mehr machen. Und ich würde mir sehr wünschen mit dem Minister, dass wir statt 30, 40 LKWs, 400 oder 4000 LKWs im Einsatz hätten und wirklich mal spürbar eine Entlastung in der Straße hinbekommen. Glauben Sie, dass nach der Bundestagswahl sich die Aufregung ein bisschen legen wird und es dann vielleicht erfolgreicher weitergehen kann? Es ist ja auch sehr wahlkampfgeschuldet. Ja, ich fürchte nein. Die Angst und die Sorge aller Politiker im Übrigen, dass sie durch eine
Fehlinterpretationen Wählerstimmen verlieren könnten, ist riesig groß. Die haben förmlich Angst davor und darum sage ich ja, ich bin dankbar, dass die Regierung mit Herrn Ramsauer das überhaupt angefasst hat und hoffentlich auch zu einem Erfolg bringt. Es wird schwierig werden, aber ich habe auch genau unserem Verkehrsminister vor einiger Zeit gesagt, wenn wir unser Verkehrsproblem nachhaltig lösen wollen und wenn wir wirklich ernsthaft Verkehre auf die Schiene verlegen wollen, wo wir alle sehr mit dafür wären, dann gibt es nur eine Lösung, die muss man mutig anpacken. Da müssen wir wirklich dedicated Freight Lines schaffen. Da müssen wir auf der Schiene müssen wir nur Cargo hin und her karren im Stundentakt. Und da steht natürlich die Umweltfragen irgendwo auch als Hindernis da. Aber dann werden wir innovativ und dann werden wir auch ein Vielfaches des Volumens auf der Schiene bringen können. Sie sind ja mit dem, was Sie sagen, eine Art Visionär. Es gab mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Fehlen Visionen in der Politik? Ja, ich glaube nicht, dass Visionen fehlen. Es fehlt der Mut. Es fehlt einfach der Mut, sich zu solchen Dingen zu bekennen. Und die Anzahl der Leute, die hadern und die lieber ein Thema nicht anfassen, ist leider so groß geworden. Ich will das mal andersrum ausdrücken. Wenn die Politiker der ersten Stunde dieser Republik so gehandelt hätten wie die heutigen, dann würde hier alles noch in Schutt und Asche liegen. Es wurde anders gemacht, wir haben es anders angestellt, das ist auch nicht die deutsche Art, sondern wir sollten einfach anpacken, wir sollten die Dinge überprüfen und was geht, sollten wir machen und die anderen Dinge sollten wir sein lassen. Nur so können wir eine Führungsposition in Europa und in der Welt behalten. Zum Abschluss, wenn wir schon beim Thema Politik sind, in wenigen Monaten ist die Bundestagswahl. Wenn Sie einen Wunsch hätten, was sich danach ändert, was wäre dieser Wunsch? Eigentlich, dass sich diese Einstellungen ändern und dass man früh genug damit anfängt und dass man wirklich bezogen auf diese Dinge dem Problem sich zuwendet und der Logistik und dem Transport eine Chance gibt. Denn es wurde von meinem Vorredner schon gesagt, ohne Logistik geht gar nichts und es wird kein Produkt mehr dorthin kommen oder dahin verkauft werden können, wo es eigentlich hin sollte. Und das sollten wir uns jeden Tag bewusst machen. Herr Riemann, ich danke für dieses Gespräch. Es war sehr interessant, dass Sie bei uns auf unserem Sofa waren. Vielen Dank. Auf Gerne. Wiedersehen.